Hi. Was für ein Anfang, ne? Ja. Ich begrüße euch. Mein Name ist Daniro LP und ich spiele, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt, für euch Tales of Xillia. Und zwar komplett blind. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß, wer die Charaktere sind. Ich weiß, wie sie alle heißen. Aber um was es geht, was sie machen müssen und wer sie eigentlich sind, weiß ich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich in irgendwie so was wie ein Titelbildschirm hier beginnen. Aber ja, ich werde hier direkt mit den Optionen abgeballert. Und nachdem man die wegdrückt, dann fängt das Spiel schon direkt an. Deswegen würde ich mal sagen, ich fange von hier aus an. Ich habe die Optionen ein bisschen hier umgestellt. Auf gemäßigt, vielleicht auf schwer. Mal gucken. Und ich sag dann mal, wir fangen direkt an. Viel Spaß. Weil was auch immer jetzt passiert. Ich freue mich. Dying. I fear the power of Spyrex is behind this. We should investigate. So how long has it been? 6 years? Time sure flies. Come. Benmont awaits. Dreams and wishes are fulfilled. Such is the life of all who live in Rhys and Maxia, where hope springs eternal. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition. And in turn, those wishes preserve and protect the spirit's livelihood. Therefore, it could be said that Maxwell, the Lord of the Spirits, is in fact the guardian of all things. In this world, no known evil exists that could threaten this harmonious cycle. But if one did, perhaps it might lurk in the hearts of men. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe die ganze Zeit so ein Grinsen auf dem Gesicht. Freue mich so tierisch. Hey. Oh, so sorry. Hey. Sorry. Oh, und das fängt direkt an.
Ja. Ich hätte vielleicht hier anfangen sollen. Das wäre auch gut gewesen, aber dann hätte man das Intro natürlich nicht gesehen. Ja. Was haben wir herausgefunden? Sie hat gemerkt, dass die Geister sterben und möchte zu einem Ort namens Vermont. Und er ist gerade hektisch aus einer Klasse oder so gerannt, keine Ahnung. Aber egal. Wen haben wir denn hier? Jide. Ich werde ihn Jude nennen, weil so ist sein japanischer Name und wahrscheinlich auch sein englischer. Was die in der deutschen Sprache sich dabei gedacht haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich nenne ihn Jude. Punkt, aus, Ende. Ich weiß noch nicht mal, wie man das aussprechen sollte. Jide, Jude, egal. Jude, ein hilfsbereiter, kluger Medizinstudent, der zum Studieren in der Hauptstadt gekommen ist. Jude steht kurz vor dem Abschluss und sucht seine Aufgabe im Leben. Okay. Myla, eine geheimnisvolle junge Frau in Begleitung vier unsichtbarer Wesen. Sie wirkt ruhig, gelassen und sehr weise für ihr Alter. Ja. Ich glaube, das ist auch ein einzigartiges Element in der gesamten Tales-of-Reihe. Ich habe es jetzt nur drei gespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel Erfahrung aufbringen, aber ich glaube, das ist einzigartig. Ja, so wie ich das mitbekommen habe. Je nachdem, welchen Charakter wir wählen, beeinflusst die Perspektive, aus wessen Charakter man die Story sieht. Ich schätze mal, die werden nicht immer Seite an Seite kämpfen, und wenn die mal getrennt werden, dann sieht man zum Beispiel nur die Perspektive von der Person, die man am Anfang gewählt hat. Ja. Ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken darum gemacht, wen ich nehme. Aber zu meinem Schluss bin ich bei ihm gekommen. Und zwar jetzt nicht aus dem total langweiligen Grund, weil ich auch ein Typ bin. Und ja, wenn ich ein Mädel wäre, hätte ich sie genommen. Aber da liegt schon etwas sehr, sehr, sehr Weiseres hinter. Etwas sehr viel Komplexeres. Und zwar nämlich weiß ich, dass er mit den Fäusten kämpft. Und ich habe voll Bock, Monster mit Fäusten zu verkloppen. Ich weiß nicht wieso. Ja. Hätten wir das auch erledigt. Punkt aus, Ende. Wir nehmen Jude. Vielleicht werde ich auch Myla noch irgendwann mal zocken, wenn die Story nicht allzu lang ist. Mal gucken. Aber für dieses Let's Play nehmen wir Jude. Als Jude spielen? Ja, klar. Ja, los geht's. Okay, those documents must be for the registrar's office. Yeah, thanks for helping out. You sure you have time for this? Don't you have residency training with Professor House? Don't worry about that. You're in a rush too, aren't you? Shoot, you're right. Thanks again. You better get moving too. Right. Crap, I'm gonna be late. Drücke auf dem Feld R1 die Navi-Taste, um dir ein aktuelles Ziel anzeigen zu lassen. Ah, okay. Du kannst es dir auch in der Ereignisleiste im Menü nachlesen. Dort gibt es zudem eine Zusammenfassung der Geschichte. Okay. Ah. Ja, okay. So ähnlich wie Grace's App. Ereignis ist aktualisiert. Geil. Hört mal Schande. Vermont, nächstes Gebiet: Medizinische Universität von Tallinn. Splendberg. Geht zum Empfang der Medizinischen Hochschule von Tallinn. Haben wir ein Menü? Ja. So, ich gucke mich natürlich erstmal überall anders um. So, wir haben hier traditionelle Equipment. So, und ganz rechts gehe ich absichtlich noch nicht hin. So. Arzt. Cool. Ausrüstung. Was hat er jetzt? Ausrüstung. Boah, ich freue mich so tierisch, ne? Ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel. Okay, das machen wir erstmal. So. Ah, wir haben eine bewegbare Kamera. Geil. Hi. Unsere Welt besteht aus vier Elementen, die von Geistern kontrolliert werden. Feuer, Wasser, Wind und Erde. Es gibt vier Geister, die über den anderen stehen und von denen jeder eines der vier Elemente repräsentiert. Sie werden die vier großen Geister genannt.
Gut, jetzt kann ich alles auswendig. Ich bin bereit für die Prüfung. Okay. Ihr seid nur noch 15 Typen, ne? Ich werde natürlich nicht mit jedem sprechen. Tut mir leid, also wer hier jedes Gespräch hören will, der ist ja am Fehl am Platz. Besonders wenn man sich meine Videos anguckt, da ist man sowieso fehl am Platz. Und ja, gehen wir weiter. Bäh. Ah, okay. Oh, ich kann es einfach nur sagen, ich freue mich tierisch. Ich habe das heute im Briefkasten bekommen und ich warte schon ein paar Stunden darauf, da zu spielen. Ich habe jetzt erst angefangen aufzunehmen. Und ja, ich freue mich. Okay. Fanboy. Ah, ne, empfangen. Müssen wir ja. Empfangen. Wo? Du. Mana ist eine Energieform, die Geister brauchen, um zu funktionieren. Es wird von unseren Mana-Lappen erzeugt und kann im Austausch gegen Geister Arts an Geister abgegeben werden. Nach diesem Grundprinzip funktionieren Geister Arts. Und ja, das kommt in der Prüfung vor. Ja, da muss ich wahrscheinlich hier hin, oder? Nee, da muss ich hier hin. Geister Arts bilden die Grundlagen für fast alle Aspekte unseres alltäglichen Lebens. Wahrscheinlich verdanken wir ihnen sogar die Existenz der menschlichen Zivilisation. Aus diesem Grund wird mit mir jeder von euch einen Aufsatz darüber schreiben, wie wir Geisterarts heute nutzen und wie ihre Verwendung in Zukunft aussehen könnte. Das ist gut. Ey, du hast kein Smiley über dein Gesicht. Du musst wichtig sein. Boah, nicht du. Nein, nicht du. Nein, nicht du. Oh, komm her. Also, okay, du bist doch nicht so wichtig. Hier bin ich doch richtig, oder? Da ist euer Empfang. Gehe zum Empfang der Medizinischen Hochschule von Talim. Bin ich doch. Oh, der erste Part direkt schon Probleme. Oh, nee. Schnell speichern, cool. Ach, bestimmt hier. Hi. Verflixt, dann nehme ich stattdessen die Schweinetörtchen mit Strudelteig. Ach. Er kommt eine Minute zu spät. Die Schweininchenbürger sind aus. Ach, wenn da kein Smiley mehr drüber ist, dann habe ich schon mit denen gesprochen. Cool. Ey, da will ich auch durch. Ja, das fängt ja gut an. Kein Titelmenü. Was ich übrigens ein paar Mal vermasselt habe, weil, keine Ahnung, ist sehr spät und ich bin müde und keine Ahnung. Hardiness won't get me any extra credit with a professor. Let's see, what building was he in again? Und gleich ist der Part schon vorbei und wir haben nichts gemacht. Yay! So, okay, aber ich möchte mich meine. Oh, das sieht so geil aus. Kann ich auch? Ich kann langsam laufen. Geil. Oh, das sieht so schön aus. Voll die geile Atmosphäre. Ach, ich war gar nicht in der Hochschule oder was? Ja, okay, ich würde sagen, in der letzten Minute gucken wir uns hier noch um. Okay, oder auch nicht. Okay, da. Ja, wundert euch nicht über die mangelnde Qualität meiner Kommentare. Ich mache das hier noch nicht so lange. Ich hoffe, ich krieg nicht direkt ein paar Hintertritte. Aber naja. Ich schätze mal, irgendwas Wichtiges passiert, wenn wir da reingehen. Deswegen mache ich schon mal hier einen Schnitt und sage auf Wiedersehen. Bye, bye.